Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir machen heute Chicorée-Salat. Bin gerade vom Sport wiedergekommen. Wollen wir mal eben schnell noch eben was schön an Vitaminen für uns tun. Dafür brauchen wir einen geschälten Apfel, eine geschälte Orange. In aller Fiel is blue. Jetzt müssen wir den Chicorée klein schneiden. Dafür muss man den einmal lang aufschneiden und dann muss man ihn am besten kürzen, weil hier hinten drin, dieser Bereich, der ist sowas von bitter, den wollen wir alle gar nicht essen. Deshalb schneide ich den jetzt ab und den bitteren Teil nehme ich jetzt hier einfach mittig raus. Und dann muss der gleich klein geschnitten werden. Richtig klein, in kleine Teile. So. Ich schätze mal, dass ich jetzt den ganzen Bereich hier alles weggeschnitten. Das ist jetzt alles nicht mehr bitter. Und das können wir gleich klein schneiden. So, ich werde das jetzt längs einschneiden und dann so runterschneiden, damit wir halt schön viele dünne Teile bekommen, die wir dann da gleich schön alle in die Schüssel packen können. Genau. So in der Art muss das komplett klein geschnitten werden jetzt gleich. Also jetzt nochmal, das Stück nehme ich komplett weg. Das ist hier hinten drin bitter wie verrückt. Dann schneide ich ihn einmal durch. Und dann kann man hier sehen, dieser gewachsene Teil hier, der muss raus. Der ist bitter. Und den schneide ich jetzt hier einfach so raus. So. Wunderbar. So, dann ist das so hier raus. Und dann kann man den wunderbar klein schneiden. Dann lege ich mir den so rum hier hin, drücke den so ein bisschen, schneide das mir hier in dünne Teile und dann kann ich das hier einfach schön runterschneiden. So, die Orange auch einmal runterschneiden und halt auch wieder in kleine feine Würfel schneiden, danke, und dann in die Schüssel reintun, genau. So, noch ein bisschen groß hier. Super. So, das gleiche machen wir hier auch nochmal. Aber ich schneide die jetzt erstmal so einmal durch. Dann geht das ein bisschen besser. So. Ich glaube, vielleicht sogar ein bisschen wenig. Vielleicht mache ich gleich noch eine zweite. Mal sehen, wie das so hinkommt. So, die tun wir jetzt da auch noch rein. Einmal den Apfel. Dann brauche ich mal eben ein anderes Messer, weil das Kerngehäuse will ich jetzt hier nicht so Avantgarde rausschnitzen. Da brauche ich ein kleineres Messer. So, ein kleines Messer haben wir auch. Ich habe mir jetzt hier schön einen Bosco genommen. Man kann natürlich auch jeden anderen Apfel nehmen. Ich mag den Bosco halt sehr gerne. Hat einen schönen Geschmack und ist halt ein schöner Apfel. So. Kerngehäuse raus und dann auch der wird wieder gleich zu kleinen Würfeln verarbeitet, die da gleich mit hineinkommen. Ich schneide den erstmal so runter. So. Und so weiter. So, Apfel ist klein geschnitten. Wir haben uns noch überlegt, dass wir noch da noch eine zweite Orange da rein haben wollen. Dann tun wir jetzt den Apfel da noch mit zu. Schon mal sehen, ne? Schüssel ist voll. Dann schön noch die zweite Orange. Mmh, geil, das sieht schon richtig toll aus. Dann vermengen wir das alles mal so ein bisschen hier. Und dann kommt da gleich noch ein bisschen Zucker drauf. Und dann ist der fast fertig.
Also, schnelle Rückfrage bei meiner Mutter. Das ist nämlich ein Rezept meiner Eltern. Ich habe was vergessen. Die Limette. Also, die Limette muss da auch noch rein. Die drücken wir uns ja jetzt mal eben schnell noch rein. Und dann haben wir genügend Vitamine da reingetan. Dann tun wir da noch ein bisschen braunen Zucker drauf. Alter Schwede, wird das jetzt sauer. Und dann sind wir so gut wie durch. Dann haben wir den schon fast fertig. Also, mal wieder eine schnelle Nummer von mir. Na? Und super klasse. Danke, Daniel, für die vielen schönen Nachrichten, die du mir gerade hier während des Videos geschickt hast. Vielen Dank. Ja, dann tun wir jetzt dann noch schnell den braunen Zucker drauf. Rühren das einmal durch. Dann muss das so eine Stunde ziehen, stehen. Das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. Das ist Mehl. Alter Schwede. Das hätte ja was gegeben. Juhu, ich habe den Zucker gefunden. Also, brauner Zucker hier rein. Na? Wie dann, viel ungefähr? Weiß ich nicht. Nicht so mega viel. Je nachdem, ist ein bisschen auch Geschmackssache. Ne? Wer es lieber ein bisschen süßer möchte, der macht halt ein bisschen mehr Zucker daran. Wer mehr darauf steht, dass es ein bisschen säuerlich ist, der lässt den Zucker halt weg, beziehungsweise macht ein bisschen weniger. Man kann da auch ein bisschen Rum zum Beispiel noch mit reinmachen, um den Geschmack zu verstärken. Machen wir aber nicht. Ich stehe nicht so mega auf Alkohol, deshalb höchstens, wenn ich koche mit Rotwein oder so und dann verkocht der Alkohol. Hier bleibt er ja dann bestehen, das ist nicht so ganz so schön. Ja, das war Franks schnelle Nummer. So, da ist unser Chicorée-Salat. Super schnell gemacht, super lecker. Der muss jetzt noch eine Stunde ziehen. Ich würde ihn auch nicht in den Kühlschrank stellen. Ich würde hier jetzt sogar ein bisschen Folie drüber machen. Und dann muss der eine Stunde ziehen. Und dann hat man eine super schöne Beilage zu Bechamelkartoffeln zum Beispiel oder halt irgendeinem anderen leckeren Essen. Jetzt in der dunklen Jahreszeit eine gute Methode, um seinen Vitaminhaushalt schnell aufzufüllen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss sagen. Tschüss. Und Frank von Wir kochen was. Bis zum nächsten Mal.